Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Together, und zwar nicht auf meinem Zweier-Server, sondern ich habe mir Minecraft gekauft und ich habe mich bei Minecraft BZ beworben, dem Server von Minecraft Sven. Den Link von ihm, also von seinem YouTube-Channel, werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung posten. Und damit jetzt erstmal genug von der Werbung. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen McDonald's-Werbung. So, und da sind wir auch schon wieder, und zwar in meinem kleinen Häuschen. Ich sollte vielleicht aufhören, so schwul zu reden, denn das macht mich noch ganz wuschig im Kopf. Nee. Hallo Leute, und ja, wie gesagt, ich befinde mich hier auf dem Minecraft-Server vom Minecraft Sven von Minecraft BZ. So hat er den seinen ja genannt halt. Und der Server ist richtig geil. Es gibt wirklich sehr viele, was heißt nicht sehr viele, es gibt eigentlich wenig Regeln, allerdings die halt sehr, ich sag jetzt mal, durchgreifend sind und sehr schlagkräftig sind. Und hier sieht man, hier baut und lebt Hodenkrebscreme. Ja, also das ist so meine Bruchbude, die ich hier mal so hingezimmert habe. Ich muss kurz dazu sagen, man bekommt nichts gestellt, also man muss von Grund auf neu anfangen. Und es gibt ein Geldsystem, eine Währung, und das sind Mark, warum auch immer, vielleicht weil Euro Copyright-Rechte sind oder sowas, was weiß ich. Und man fängt mit 100 Mark an, und jede Viertelstunde, die man drauf ist, bekommt man, glaube ich, soweit es ich weiß, 5 Mark dazu. Und ich habe Money im Moment 269 Mark, ich hatte schon mal über 300 oder so, denn man kann das ganze Zeug auch ausgeben, und zwar in einem Shop. Dazu komme ich aber dann später gleich noch. Jetzt gibt es erstmal eine Gratis-Testführung durch meine Bruchbude. Hier mit einem schönen Doppeltüröffner und auch wieder Schließer. Natürlich ist der Server noch nicht ganz ausgereift. Im Moment hängt es noch ab und zu. Zum Beispiel gestern und vorgestern konnten wir gar nicht drauf, nur Wips. Denn irgend so eine zwei Mods greifen ineinander und die vertragen sich nicht und ach, was weiß ich. Auf alle Fälle habe ich hier links und rechts eine kleine Plantage bei mir hingesetzt, jeweils mit Getreide und so. Ist jetzt im Moment eigentlich schon noch her ziemlich groß genutzt, aber wird später eigentlich wegfallen, weil es eine größere gibt. Okay, war da draußen gerade jemand? Diese Farmen hier gibt es auf beiden Seiten. Und die hier musste ich leider hintun, weil direkt runter nämlich die Redstone-Leitungen sind für die Türen. Sonst hätte ich es weggelassen. Und jetzt im Moment bin ich gerade dabei, ich war auch gerade Erde holen, hier alles wieder zu grün wachsen lassen, denn wenn man das Grundstück aussucht, ist alles das komplette Grundstück, was man sich ausgesucht hat, so mit Stein. Und dann kann man darauf machen, was man will. Es muss sich halt rein quasi passen. Es gibt Bauregeln für verschiedene Grundstücke, beziehungsweise Grundstücksgebiete. Es gibt mehrere Grundstücksgebiete, zum Beispiel Stadt. Da muss man bis zum Baurand bauen. Dann gibt es Wald, da ist es schon ein bisschen freilicher. Dann Skyline muss man halt richtig geil bauen können und riesengroß dann. Da schauen wir später auch noch hin. Also ich schätze, diese Folge wird richtig lang dauern, da ich euch einfach mal eine komplette Führung mache. Allerdings, ich schaue, dass ich es möglichst kurz halten werde. Völlig irrsinnig, aber egal. Noch kurz zur Info zum Server. Der Server hat 120 Slots. Leider wird es nicht immer angezeigt, wie viele. Also 70 von 120. Aber allerdings meistens ist der Server wenn du um 1, 2 drauf willst, ist er voll. Bis um 8 abends mindestens. Außer du hast echt Glück und kommst ab und zu mal drauf. Und im Moment ist es halt immer so, dass du eher Glück hast, weil die meisten immer noch nicht wissen, dass der Server schon wieder on ist. Wobei er heute schon wieder 1 oder 2 Stunden wieder nur für VIPs war. Und das ist immer manchmal ein bisschen nervig. Also gut, hier haben wir meinen kleinen Vorratsraum. Die habe ich alle selbst gefunden. Das auch, das ist dieses Lazuli-Kacke da. Und hier ist meine Spezialkiste, aber die kommt dann später. Das hier sind alles Öfen. Hier ist überall erstmal 16 Holzkohle drin, denn ich habe draußen eine kleine Baumfarm, die immer mal wieder abgeerntet wird. Und hier habe ich quasi Haufen Gemüse, was ich halt so immer wieder mal bekomme. Kakteen muss ich dann auch wieder anpflanzen, das mache ich aber dann erst eben, wenn ich die neue Farm drin habe.
Das ist mein Fleischbestand. Ich werde das ganze Zeug sehr bald in eine andere Kiste packen, die ich dann in meinen anderen Vorrat tue. Denn das ist Wahnsinn, wie viel. Denn es gibt auch ein Hungersystem und das glaube ich, das war auch ein Mod, der eben nicht funktioniert hat. Deswegen war auch manchmal waren bloß 20 Leute auf dem Server, aber es hieß dann, er ist schon voll. Und das war irgendwie auch mit diesem Hungersystem, da hing das irgendwie zusammen. Dann hier haben wir noch ein paar Werkzeuge und Holz. Das ist dieses spezielle Holz, dieses dunkle und dieses weiße da. Und das ist verschiedenes. Und da sind halt ein bisschen Wolle noch so. Bildern, Kakteen und die ganze Scheiße. Die Blätter und so. Also es gibt bestimmte Blöcke, die es halt so nicht zum gibt. Die kann man sich eben dann im Shop kaufen. Aber dazu komme ich dann, wie gesagt, gleich nochmal später. Und das ist eben meine Spezialkiste. Ich habe bereits am ersten Tag 7 Diamanten gefunden. Einen Diamanten habe ich schon für meine Schaufel ausgegeben, denn ich brauche eben, wie gesagt, sehr viel Erde. Aber ich hatte schon 7 Diamanten und das am ersten Tag. Die Äpfel habe ich mir auch gekauft. Und ich habe auch gleich am ersten Tag einen Dungeon gefunden. Und beziehungsweise 2 Moossteine habe ich so gekauft aus dem Shop, da das irgendwie bloß 3 Dollar, 3 Mark gekostet hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein unglaubliches Angebot, da musste ich mir gleich 2 Stück davon kaufen. Ja. Redstone nehme ich ab und zu mal mit, je nachdem, wenn ich dann halt irgendwie was brauche. Ich habe aber noch genug Vorräte und so. Also ich weiß, wo es was gibt. Und ein bisschen Kohle. Kohle kann man immer brauchen. Ein bisschen Gold und Eisen. Und ja. Dann dieser Raum, der wird wahrscheinlich so ausgekleidet werden. Da bin ich noch sehr unschlüssig. Das wird auch wieder einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor allem, je voller der Server ist, desto größer sind die Lags. Denn das ist natürlich klar, es müssen 120 Leute, also der Server ist eigentlich fast immer voll, 120 Leute gehostet werden. Gehostet, ja. Und also der Server läuft über NT Radio oder NIT Radio oder so. Keine Ahnung, das ist so ein Minecraft-Server-Host-Programm oder bei dem kann man sich eben Minecraft-Server hosten lassen. Das kostet natürlich auch Geld und deswegen kann man eben auch spenden und durch Spenden wird man dann VIP. Werde ich vielleicht irgendwann auch mal machen, aber nicht in absehbarer Zeit. Absehbare Zeit, das habe ich auch bei meinem letzten Dingsbums gesagt, nicht wahr? Bei meinem letzten, sag ich schon, im letzten Gameplay-Commentary. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, es wird wahrscheinlich bald wieder eins kommen. Vielleicht, vielleicht, also so in 2, 3 Wochen. So, ich brauche einen Ast. Gib mir dein Setzling. Ich weiß, ihr seht jetzt hier vielleicht gerade mal ein bisschen wenig. Ich glaube, es ist gerade kein Admin da, der mal wieder Tag machen könnte. Und schlafen kann man hier leider, soweit ich weiß, nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Da ist es. So. Weg mit dir. Und ich bin eben hier gerade dabei, alles schön Grünfläche zu machen und hier dann später was anzusehen. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen raus. Wie gesagt, das ist hier noch alles Baustelle. Und so sieht es dann ein bisschen später von außen aus, denn es gibt eine Möglichkeit auf diesem Server, indem man C private eingibt, dann kann man sich Türen und Kisten und Öfen privatisieren sozusagen. Wenn ich mit draufklicke, dann kann keiner die Tür, die Türstellung ändern. Das heißt, jeder, der jetzt auf mein Grundstück geht, kann da draufklicken, die Tür geht sofort wieder zu. Er kann quasi gar nicht durchgehen. Genauso ist es mit Truhen. Er kann draufklicken und es passiert einfach nichts. Also er kann sie nicht öffnen. Und es ist auch so, weil man könnte auch sagen, baue ich einfach daneben vorbei. Das geht auch nicht, denn die Grundstücke sind protected. Das heißt, niemand außer auf denen sie protected sind, kann etwas entfernen oder hinzufügen. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu meinem Nachbarn rübergehen, dann hier eine Fackel hinbringen und sagen, ja super, und dann steht unten links, nämlich da unten, you don't have permission for this area. Das heißt, ich darf keine Fackel hier an diesem Punkt platzieren, weil es nicht mein Gebiet ist. Also, wenn er jetzt allerdings zu mir hergeht, dann kann ich auch keine Fackel platzieren. Ja, und jetzt gehen wir noch kurz, wenn ich die Fackel wieder mitgenommen habe. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, der Server speichert die Map immer viertelstündig. Und da kommt es immer mal wieder kurz zu Lags und wobei der Server jetzt eh noch nicht so flüssig läuft, weil es eben wie gesagt mit diesen Dingen noch ein paar Probleme gibt. Und hier oben entsteht dann irgendwann mal ein Speicher. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen verschnupft, ich bin noch ein bisschen crank. Und da oben habe ich einfach nur so ein kleines Vordach gemacht und hier sind eigentlich Bilder, die man allerdings manchmal nicht sieht, manchmal dann wieder doch. Das wird eine Eingangshalle und was ich ganz cool finde, ist, dass die Crafting Box von unten da so aussieht wie Holz.
Das heißt, hier ist eine Crafting Box eingebaut. Hier Lightstone. Es gibt keine Höhle bei uns. Deswegen kann man sich diese Lightstones kaufen. Für jede Menge Geld. Ich glaube 25 Mark kostet ein so ein Scheißteil. Ja. Früher glaube ich waren es noch weniger, aber ja, wisst ihr. Alle Spekulanten. Also hier sind eigentlich auch noch Bilder. Und ja. Jetzt werde ich euch noch die verschiedenen ich lege jetzt erstmal hier meinen ganzen Klumpatsch ab. Ja. Ich habe doch da eigentlich, achso, ja. Wie gesagt, es gibt ab und zu noch ein paar Lags. Erstmal Steine hier ablegen. Ja, die hole ich mir später wieder. Ach ja, das nächste, was ich euch zeige, das sind der Ort, wo wir Sachen abbauen dürfen. Denn wir können jetzt nicht einfach hier irgendwo hingehen, da wo kein Haus ist oder so. Und dann da einfach mal abbauen, wie wir gerade fröhlich sind und Bock haben. Nein, das dürfen wir nicht. Wir... Die Spezialschaft kommt dahin. Kohle kommt dahin. Die Zäune brauche ich jetzt gerade auch nicht mehr. Pack mal hier hin. Es gibt einen bestimmten Ort, an dem wir abbauen dürfen, so viel wir wollen, und den erreichen wir mit Warp. Mit Warp erreichen wir fast alles. Ausgang. Dann werden wir dahin teleportiert und dann sind wir hier im Ausgang. Und im Moment ist es ein bisschen dunkel, deswegen gehen wir da später hin und wir gehen dazu, deswegen dabei mal zum Spawn. Super, das ist auch noch ziemlich dunkel, aber das muss jetzt passen. Und es gibt einen richtig krassen Kerl hier, der auch Admin ist und sehr gut mit dem, also der ist quasi für die ganzen Bauprojekte hier zuständig. Ich zeige euch später mal den Server, die Map quasi noch von oben. Also die haben so einen Service eingerichtet, dass man die Map quasi von oben sehen kann, so Google Earth mäßig. Die zeige ich euch später auch noch. Und der Kerl, dieser Krabs, heißt der Krabsone? Scheiße. Ah. Jetzt weiß ich es gar nicht. Ich glaube, er heißt Krabsone. Da gibt es übel... Oder? Nee, Krabs. Krabs ist ander. Es gibt nämlich so Serien. Also, wie gesagt, geht auf den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, nachdem ihr euch das Video zu Ende angeschaut habt. Lalala, ein bisschen so, damit ihr auch mein Video fertig wird. Und der hat hier quasi immer alles gebaut und der kann wirklich gut bauen. Also, zum Beispiel, der hat diese Kirche gebaut, der hat diesen Shop gebaut, den wir gleich noch sehen werden, der geht 3 Stockwerke hoch. Der hat das Bürogebäude gebaut, da gehen wir jetzt mal kurz rein. Der hat auch eine fette Brücke gebaut, die, wenn ich finde, wir auch noch hingehen werden, und der hat eine richtig geile Bautechnik drauf. Der kann es wirklich hammergeil. Und der macht es schon übelst krass hier. Also der ist drauf, ist halt Admin, das heißt, er kann sich alles cheaten, was er halt braucht. Allerdings ist er halt auch für... Ja, er ist halt Admin. So, jetzt gehen wir mal zum Shop. Könnte jetzt eigentlich auch wieder Spawn eingeben und gleich rüber gehen. Aber wir lassen uns jetzt mal her teleportieren. Herwarpen. Und während die Welt jetzt hier noch aufbaut, es dauert eben gerade wieder, es ist gerade wieder 35. Quatsch, 45. Und deswegen, und meine Framerate ist auf dem Server 8 Frames. Das ist nicht so hoch. Und hier sieht man schon ein bisschen, da hat unten jemand vergessen, Slash einzugeben, Warp, Fib, Wille. Das muss ich mir aufschreiben, weil das kann ich mir nicht merken. Fib. Super, der Stift geht nicht. Ach, egal. Ja. Und hier kann man quasi sich einen Shop mieten für einen Monat. Und hier kann man sich dann quasi sein eigenes Zeug verkaufen. Und das geht ganz einfach mit einem einfachen Prinzip. Ich zeige euch das jetzt mal bei einem Shop. Schauen wir mal, was der hier so Angebote hat. Also oben steht halbes Stack Stone.
für 12 Mark. So, das ist jetzt ganz normal so eine Information. Hier steht dann nochmal die Bezeichnung, denn es gibt eben dieses System, dass ich quasi mit Hilfe, wenn ich jetzt auf diesen Pack hier Rechtsklick mache, bekomme ich 32 Steine, muss aber dafür 12 Mark halt zahlen. Das heißt, ich hätte dann nur noch 269 minus 12 Mark und dann hätte ich halt dafür 32 Steine. Und somit kann man halt das, alles was man halt braucht, kann man hier sicher kaufen. Es gibt verschiedene Shops, die meisten bieten Wolle an, weil, wie ihr vorher bei mir gesehen habt, Wolle kann man hier übelst viel haben. Hier gibt es einen halben Stack Steinplatten, 12 Mark, ja. Es ist halt immer sehr schwierig, den günstigen Anbieter zu finden, sag ich mal. Hast du mich hier gerade zugemüllt? Nein. Hallo. Entweder mit dem gehört der Laden oder er ist hier freiwillig da oder macht hier gar nichts. Ah, er ist VIP. Und ihm gehört der Laden. Hier hat er zwei schöne blinkende Dinger hingestellt. Und ja, also wie gesagt, das hat auch der Krabzone, soweit ich jetzt, ich müsste es nachschauen, ich gibt ja so viele geile Bauer. Der hat einen coolen Skin drauf. Ein Fernseher? Ah, irgendwie berührt sich meine Framerate nicht gerade. Gerade nicht. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, aber der hat eine richtig geile Bauart drauf und es ist schon übel. Und jetzt schauen wir mal zu der Brücke, ob ich das noch finde. Warp, Wald, glaube ich, war's. Dann landet man, glaube ich, genau. Ich glaube, dass die in der Nacht jetzt sowieso sehr episch ausschauen müsste von der Seite. Ich könnte jetzt sein, dass ihr jetzt hier gerade nichts seht. Die Framerate ist wieder bei 15, 16. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn gleich drehe ich mich um und dann müsstet ihr was sehen. Ich hoffe, bis dahin ist es noch Nacht. So. Da-da-da-da. Super. Kacke. Noch nicht fertig geladen. Machen wir mal Weitsicht noch schnell. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Jetzt haben wir schon ein bisschen oben gesehen. Schauen wir mal. Diese Brücke hier hat Krabzone, soweit ich weiß, gebaut. Sie ist gerade noch am Aufbauen, aber das Teil sieht so geil aus. Also ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Und soweit ich weiß, Warp Hafen, glaube ich. Scheiße. Warp. Weil er hat nämlich jetzt auch, soweit ich weiß, eine fette, also im Moment hat er ein Projekt, das heißt Titanic. Ja. Er baut im Moment die Titanic nach, das werden wir später auch noch auf der Minimap sehen. Und hier im VIP Villen, wo wir jetzt gerade sind, an einem weiteren Ort, können quasi, dieses Grundgebiet ist quasi nur für VIPs vorgesehen und hier dürfen quasi VIPs bauen, nur VIPs bauen. Und ja, die haben halt dann ziemlich viel, also VIPs können immer auf dem Server, auch wenn 120 Leute schon drauf sind. VIP wird man, indem man halt spendet, wie ich gesagt habe. Die haben auch ein größeres Grundstück als normale, also ich glaube, das Grundstück hat jetzt 50 mal 100 oder so, oder 100 mal 150. Und also es ist schon, einige können schon ganz gut bauen, andere denkst du dir, was zum Teufel sollen das sein? Also das ist zum Beispiel eine sehr interessante Konstruktion. Sieht eher so Tempel Tai Chi Huyamaya aus. Das ist sehr interessant. Cool. Und das sollte mal eine Getreidefarm werden. Der will mich nachbauen. Nee, will er mich nicht. Okay, schade. Okay. Jetzt werden wir mal kurz zu Warp. Wann ist es denn endlich Nacht hier? Tag. Wo ist der Mond?
Wo ist der Mount? Spawn. Was? Also. Spawn. So, der Mond ist da am Untergehen. Und dann können wir doch jetzt eigentlich mal kurz nach... Dafür ist es noch zu früh, aber wir können mal nach... Warp... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man das so schreibt. Skyline schreibt man so, oder Skyline. Ja, Mann. Und hier sind wir in Skyline. Da dürfen auch nur die richtig krassen Leute bauen. Und da gibt es auch wirklich sehr geile Gebäude schon zu sehen. Oder die im Moment im Entstehen sind. Und... Ja, jetzt sollte es Tag werden. Wobei, das Gebäude sieht nachts noch sehr episch aus. Es ist ein riesiges Hotel oder sowas sollte es sein. Natürlich auch von Admins. Lauter Eisenblöcke und so. Oben mit einem geilen Redstone-Ding. Das finde ich richtig cool. Und also das Teil ist auch wirklich sehr episch. Vor allem, also jetzt nachts und von der Seite. Das einzige Problem ist, dieses Haus benutzt auch einen Mod, der quasi mit quasi Aufzüge sein soll. Ich finde, von innen sieht es nicht mehr so toll aus. Das ist mir ein bisschen zu viel Scheiße. Wie soll das Zeug heißen? Zu aufdringlich? Nein. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf alle Fälle, dieses Haus benutzt auch Mods oder ist mit Mods in Verbindung. Und zwar um die oberen Stockwerke zu erreichen, gibt es Aufzüge. Das Problem ist, diese Aufzüge funktionieren im Moment nicht. Na gut. Wir warpen wieder zu Warp. Skyline. Und jetzt geht auch schon langsam die Sonne auf. Und bis die Sonne aufgegangen ist, gehen wir mal kurz diese Glas empor. Das, was das genau mal später wird, weiß ich auch nicht, aber der hat hier schöne Treppen an den Rändern angebracht. Ich war da schon mal oben und von da oben hat man auch eine richtig geile Aussicht, wenn man davor nicht runterfällt. Zum Beispiel, ich bin vorher mal kurz gestorben, kurz eigentlich bevor ich das hier die Aufnahme gestartet habe, bin ich in ein Loch runtergefallen. Es ist verboten eigentlich einem Mann Löcher zu graben nach unten, aber da hat irgendjemand wohl nicht aufgepasst. Ich habe es eigentlich noch rechtzeitig gesehen, haben Wasser einmal runterlaufen lassen, doch das Wasser war zu langsam, durch irgendwelche Lags, ich bin zu früh hinterhergesprungen, bin runtergefallen, bin gestorben. Bin allerdings noch rechtzeitig zurückgekommen und habe all meine Sachen wieder bekommen. So, und während wir jetzt hier oben sind und von der Seite das Hotel nochmal richtig geil aussieht, finde ich, und man da hinten auch noch die Dingsbums sieht, wenn ich die Optionen jetzt richtig eingestellt habe, genau. Jetzt dauert es natürlich wieder ein bisschen, bis es alles hochgegangen ist. Dann hat man hier eine wirklich saugeile Aussicht von diesem Bauwerk. Jetzt geht die Sonne auf und es sollte jetzt schon langsam dann hier mal alles erscheinen. Es dauert schon immer seine Zeit. Ich baue mal kurz einen Schluck. Cola ohne Kohlensäure schmeckt wirklich sehr schön. Gut. Aber es hilft. So, es dauert mir fast ein bisschen zu lange. Wir gehen wieder auf normal. Und es dauert mir... Ja, jetzt geht es ein bisschen schneller. Aber hier sieht man mal kurz noch, wie hoch wir jetzt im Moment hier sind. Das Problem ist, ich komme nicht mehr rüber. Scheiße. Ja, wenn es sich dann mal entschlossen hat, hier alles aufzudecken. Wir gehen mal hierher. Wieso dauert das jetzt hier so lange? Ich mach mal kurz vielleicht Zeitvorspulen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht besser.
Auf alle Fälle sieht man hier schon, jetzt kommt das Bauwerk von Krebs langsam ins Bild. Naja, also auf alle Fälle hat man hier einen schönen Ausblick. Ich muss mich jetzt beeilen, bevor die Sonne wieder untergeht. Und zwar möchte ich euch jetzt hier noch zeigen den Ausgang, wo wir abbauen dürfen. Im Moment ist wieder alles aufgeladen. Ich hätte es euch vorher gerne noch gezeigt. Aber, nein. Das ist jetzt blöd. Das war wieder mal so ein allgemeiner Rauswurf, Connection out vom Server. Wenn wir reingehen oder reingekommen sind, dann wird es gleich wieder heißen, ding ding, locked, joint. Das wird jetzt aber erst wieder ein bisschen dauern. Das sind eben noch so die kleinen Abstütze, die manchmal ein bisschen nervig sind. Also es ist jetzt gleich wieder nur für Wips. Das wäre jetzt nicht so gut, weil ich möchte das Video jetzt gerne noch fertig haben. So, hier sind wir drin. 40 von 200 und das sehen wir schon links unten. Join. Gut. Wir sind immer noch hier oben. Und im Moment ist gähnende Leere unter uns. Und vor allem, wir sind hier gar nicht gewesen. Naja, okay. Okay, also während sich das jetzt eh wieder alles aufbauen muss, lassen wir das mal weg und gehen halt wieder gleich zu Ausgang. So, und jetzt sind wir hier wieder in so einer kleinen Ausgangskuppel und jetzt gehen wir mal kurz raus und das hier ist alles von Admins immer mal wieder aufgecheatet worden. Denn es ist echt Wahnsinn, wie schnell dieser Bestand von diesem ganzen Sand und was sie auch alles, also meistens schieten Sand her, es ist so krass, wie schnell der wieder weg ist. Es ist wirklich übel. Je weiter man halt geht, kommt halt dann verschiedenes Ding. Hier wird wieder überwiegend Holz angebaut, also Wald. Ich habe meine eigene Farm zu Hause, brauchst du was nicht. Und es gibt eine Regel, Bäume müssen immer komplett abgeholzt werden. Bei einem Nicht-Tun wird diese Person sofort gebannt. Ja, manche lesen die Regeln offenbar nicht gescheit oder gar nicht und wundern sich dann, warum sie gekickt werden. Nun ja, ich hoffe, mir passiert sowas nicht. Und weil wir jetzt gerade da sind, wir gehen dann eh gleich nochmal zurück, um das nochmal von ein bisschen weiter weg zu sehen, weil es hat ja gerade geladen. Also solche Leute, da fangen sie einen Riesenbaum an, dann sehen sie, das ist ein voll der große Baum. Und dann lassen sie ihn einfach stehen, ey. Das ist zum Kotzen. Ich habe auch schon zweimal, Admins geholfen, Bäume abzureißen, die dann von anderen stehen geblieben geworden sind. Naja, also wie gesagt, hier habe ich vorher gerade, hier war ich beim Erde abbauen und dann fand ich hier dieses kleine Loch, weil hier schon schön runtergegrast worden bin. Ich habe ich gesetzt, genauso wie dieses Wasserding. Ich bin halt dann einfach runter und dann war auf einmal das Wasser aus und ich bin gefallen und gefallen und gefallen und auf einmal dead.